In unserer heutigen Folge zeige ich dir deine neue Minecraft-Traumvilla. Sie bietet nicht nur für dich, sondern auch für deine Freunde genügend Platz, um in Minecraft einfach abzuschalten. Sie beinhaltet drei Bäder, wo eins davon sogar ein Wellnessbad ist. Mit Anschluss sogar zu deiner eigenen Dachterrasse, wo du deine Villa natürlich noch einmal einen runden Blick genießen kannst. Natürlich noch eine große Doppelgarage ist da drin, nochmal plus nochmal vier weitere Zimmer und natürlich ein großes Wohnzimmer plus Esszimmer, wo die Küche angeschlossen ist. Du kannst natürlich hier draußen auch nochmal den Spaten schnappen, dir einen schönen Vorgarten zimmern oder sogar hinten einen Pool mit einer riesigen Terrasse anlegen. Du fragst dich bestimmt, warum innen noch keine Möbel sind. Dafür gibt es eine separate Folge, die du jetzt oder am Ende des Videos einfach anklicken kannst, um, sag ich mal, dahin zu kommen, um dir so ein bisschen anzugucken, wie unser Bauteam das gestaltet hat. Da bin ich auch selbst gespannt drauf, denn wir haben noch immer noch ein paar offene Räume, wo wir nicht genau wissen, was für ein Thema da rein soll. Vielleicht hast du den richtigen Vorschlag, kannst ja mal gerne reinschreiben. Aber ansonsten würde ich sagen, eine Villa baut sich nicht von alleine, von daher Blöcke in die Hand, auf geht's! Für unsere schöne Traumvilla holen wir uns einfach heute mal ein bisschen grauen Beton raus, weißer Beton, hellgrauer Beton, denn ein bisschen glatte Quarzstufen und davon nochmal die Treppen bitte. Dann holen wir uns noch glatte Steinstufen raus, hellgrauer trockener Beton ist dabei, denn ein paar Steinstufen an sich und Steinziegelmauern. Zuallererst geht's aber an unsere Grundfläche. Da brauchen wir eine Länge von insgesamt 35 Blöcke und eine Breite von 29 Blöcke. Pi mal Daumen könnt ihr euch immer noch ein bisschen mehr Platz lassen, wenn ihr euch natürlich noch einen Garten so ein bisschen basteln wollt, vorne wie hinten, ne? Dann lasst euch noch ein bisschen ruhig mehr Platz frei. Aber ansonsten ist das so das Minimum, was wir brauchen. Und dann geht's gleich los mit unserem Grundriss. Und zwar nehmen wir erstmal unseren grauen Beton zur Hand. Und da würde ich sagen, fangen wir am besten irgendwie seitlich an. Da setzen wir uns erstmal zwei Blöcke hin. Dann lassen wir uns 7 Blöcke Platz für die Garage und dann setzen wir daran denn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke dann auch wieder ran. Dann geht es einmal nach hinten weg. Da setzen wir dann noch 1, 2, 3, 4 Blöcke ran, sodass wir hier dann insgesamt 5 Blöcke haben. Dann gehen wir wieder einmal zur Seite weg und setzen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Sobald wir das geschafft haben, gehen wir jetzt einmal komplett nach hinten weg. Da setzen wir jetzt noch 1, also warte mal, pass auf, wir zählen am besten hier gleich vorne den einen mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 20 Blöcke an sich jetzt hier auf der Länge. Danach geht es dann wieder einmal hier zur Seite weg. Da setzen wir wieder, würde ich mal sagen, ziehen wir den gleich hier mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke. So, dass wir halt genau 12 Blöcke hier haben. Dann geht es wieder einmal nach vorne. Da setzen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann aber hier 7 Blöcke. Nachdem wir dann hier die 7 Blöcke haben, geht es wieder einmal zur Seite. Da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann hier 8 Blöcke. Danach gehen wir wieder einmal nach vorne weg. Da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. So, dass wir hier 7 Blöcke haben. Dann geht es einmal zur Seite weg. Da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke hin. Insgesamt haben wir dann 11 Blöcke hier. So, danach müsste es eigentlich perfekt aufgehen, dass wir hier vorne das einmal nach vorne ziehen können. Sobald wir das haben, kommen wir jetzt innen drin, unsere Räume noch zu gestalten. Wir fangen erstmal hier auf dieser, einfach jetzt bei unserer Garage hier an, auf der linken Fläche. Da würde ich mal sagen, machen wir uns so ein Viererfeld hier einmal auf der Seite. Und wenn wir hier zur anderen Seite gehen, wo wir die 7 Blöcke Platz haben, setzen wir uns auch gleich erstmal so ein Viererkästchen hin. So. Ich würde mal sagen, wir können uns hier oben von der Kante mal ausgehen. Da machen wir einfach drei Blöcke hin. Lasst euch einen Block einfach mal frei und setzt euch dann hier einfach die weitere Stäbe hin, dass sie nach vorne geht. Jetzt ist die Frage, wie ziehen wir uns das weiter? Ich würde mal sagen, einfach jetzt hier zwischen dieser freien Fläche, die wir haben. Wir lassen dann einfach immer einen Block einfach mal Platz. Gehen hier wieder zur Seite und können uns hier gleich so eine Strebe hinsetzen. Die machen wir jetzt auf eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Können einen so denn nach oben gehen. Und hier unten machen wir auch insgesamt 7 Blöcke hin und gehen auch nochmal einen nach oben. So, nach unten können wir einen Block freilassen, setzen 3 Blöcke hin. Dann haben wir schon mal die eine Seite fertig, kommen wir noch zur anderen Seite. Da würde ich mal sagen, fangen wir einfach hier auf der Seite an zu zählen. Einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ab dem 6. Block können wir hier 3 Blöcke nach oben gehen, einen freilassen, gehen nochmal 2 nach oben. Und gehen dann nochmal zur anderen Seite hier. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke, sodass wir hier 7 haben. Dann lassen wir 2 hier überstehen und können hier mal eine Strebe dann auch mal zur Wand ziehen. Dann haben wir unsere Räumlichkeiten hier schon mal ein bisschen vorgekennzeichnet. Jetzt kommen wir mal zum hellgrauen Beton. Den nehme ich jetzt einfach mal beispielsweise jetzt als Boden. Du kannst dir jetzt gerne auch schon einen richtigen Boden reinziehen, wenn du möchtest. Aber ansonsten nehmen wir erstmal hellgrauen Beton. Wir haben hier unsere Garage. Die Garage lassen wir auf die Fläche, wo wir jetzt, sage ich mal, auch an sich hier unsere Welt haben. Ihr könnt euch gerne hier natürlich eure
Boden reinbauen von eurer Garage. Da ist eigentlich hellgrauer Beton auch gut geeignet dafür. Könnt ihr hier einfach mal einen Boden erschlagen. Bei der anderen Fläche hier, die wir haben, können wir das komplett ja einmal reinziehen. Weil hier könnt ihr euch dann so einen Teppich einfach mal reinsetzen oder so. Da müsst ihr jetzt hier keinen Boden ausschlagen. Müsst ihr sehen, wie ihr euch das machen wollt. Entweder nehmt ihr jetzt gleich den hellgrauen Beton oder ihr nehmt einfach gleich die Blöcke, die ihr meint. Die wollt ihr unten euch gleich mal verbauen in den Boden. Und dann könnt ihr das auch gerne machen. Sobald wir unseren Boden jetzt reingezogen haben, kommen wir jetzt dazu, auch die Wände hochzuziehen. Wir fangen am besten erstmal bei der Garage an, damit die schon mal fertig ist. So, unsere Garage geht jetzt hier nicht weiter als jetzt hier die erste Strebe. Ab dieser Strebe geht hier schon unser Haus los. Und wir machen jetzt einfach mal unsere Garage. Ich zeichne euch das mal kurz ein bisschen vor mit unserem weißen Beton. So, den haben wir hier. Also das ist jetzt unser Garagenstück. Das machen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 5 Blöcke. Also 2, 3, 4, 5. Davon meine ich jetzt nur den weißen Beton. Mit dem grauen Beton wären es 6 Blöcke. Aber an sich setzen wir jetzt weißen Beton 5 mal rauf. Und sobald wir den dann da raufgezogen haben, können wir auch oben einmal die Decke schon mal mit unserem weißen Beton komplett hier einmal zuziehen. Und sobald wir das denn hier zugezogen haben, können wir auf der Vorderseite, würde ich mal sagen, ruhig hier auch ein bisschen hier noch unser Garagentor jetzt nicht so groß machen. Da würde ich einfach sagen, dass wir hier oben die letzten zwei Blockreihen hier ja so an sich eine Strebe reinziehen können, dass wir hier dann unser Garagentor später auf eine Viererhöhe haben. Das reicht völlig aus. Ja, aber trotzdem wollen wir immer noch hier die andere Seite natürlich noch mitziehen. Die machen wir jetzt nicht auf 5 Blöcke hoch, sondern hier ziehen wir einfach komplett und zwar jetzt hier überall auf unseren grauen Beton, auch jetzt auf diesen mittleren Streben, unsere Betonreihe einfach auf 4 Blöcke. Also so, dass wir 4 mal weißen Beton hier nochmal raufsetzen können. Sobald wir denn unsere Wände hochgezogen haben, sollte das Endprodukt jetzt erstmal so aussehen. Wir haben auch, sag ich mal, überall so ein paar Durchlässe. Ne? Wir hatten ja hier so ein paar Sachen freigelassen, da werden ja später unsere Türen reingesetzt. Da könnt ihr gerne die letzte Blockreihe dann oben hinsetzen, so dass ihr euch hier einfach mal einen Platz macht von euren Durchgängen so auf 3 Blöcke. Wir haben auch manchmal, sag ich mal, jetzt hier so einen Durchgang von so noch 2 Blöcke, die wir hier Platz haben. Da würde ich oben keine Verbindung hinsetzen. Wer möchte, kann es natürlich auch gerne machen. Ne? Das ist dann so Geschmackssache wie immer. Aber ansonsten kommen wir jetzt erstmal dazu, bevor wir die Fenster reinhauen, unsere Decke reinzuziehen. Dabei nehmen wir jetzt unsere glatten Quarzstufen und könnt ihr jetzt einfach hier oben an der letzten Blockreihe hier komplett überall einmal verteilen, sodass wir hier erstmal unsere Decke drin haben. Sobald wir dann die Fläche hier erstmal mit unseren Quarzstufen befüllt haben, bleibt natürlich noch die Garage übrig. Da kann man gerne, wenn man möchte, auch sich Quarzstufen setzen, aber weil es die Garage ist, empfehle ich diesmal einfach mal Steinstufen, sich als Decke zu platzieren. Sobald wir dann auch in unserer Garage unsere Decke einmal reingezogen haben, kommen wir dazu, jetzt uns einmal Türen und Fenster in der unteren Ebene schon mal zu ziehen, bevor wir zum nächsten Stockwerk kommen. Wir fangen am besten bei der Garagenseite an, dass wir uns hinten erstmal eine kleine so einen kleinen Ausgang basteln. Da würde ich euch einfach empfehlen, dass du so 2 Blöcke Platz lasst. Schlagt euch hier so eine Dreierfläche rein. Wir können auch gerne bei immer unseren normalen Ausgängen, wo wir, sag ich mal, auf eine Dreierhöhe haben, immer noch eine Quarztreppe uns darüber platzieren, sodass man dann, sag ich mal, so einen besseren Übergang hat, ne, zur Tür. Würde ich auch hier empfehlen, sag ich mal, im Haus, dass ihr überall bei euren Dreierdurchgängen, zack, hier oben einfach nochmal eine Treppe euch reinsetzt. Gehen wir nochmal zu unserer Garage, da sind wir noch nicht fertig. Nachdem wir dann hier natürlich einmal die hintere Tür uns gebastelt haben, würde ich mal sagen, lassen wir von der Tür so 2 Blöcke Platz. Schlagt euch dann hier einfach mal 3 Blöcke weg. Ihr könnt jetzt entscheiden, wollt ihr so ein 1er-3er-Fenster euch bei der Garage machen, aber ich finde es eigentlich gar nicht mehr so schlecht, wenn wir es auf eine 2er-Höhe machen. Sobald wir das haben, geht es jetzt weiter. Da würde ich einfach mal sagen, bei dieser Haushälfte auf der Rückseite würde ich komplett mir eine Wand lassen. Das ist innen drin ganz gut, um sich da dann noch natürlich schöne Räumlichkeiten zu gestalten. Andererseits sieht es hier aus. Hier würde ich einfach mal sagen, lassen wir 2 Blöcke an jeder Seite Platz und schlagen uns ein 3x3 Fenster einmal rein. Gleiches Prinzip auch hier. Hier würde ich dann einen Block einfach mal freilassen und dann schlage ich mir auch hier wieder so ein 3x3 Fenster rein. Danach biegen wir hier einmal zur Seite ab, lassen 2 Blöcke Platz, 3x3 Fenster hier einfach mal rein. Und das sollte dann auch eigentlich perfekt aufgehen, wenn wir hier wieder 2 Blöcke freilassen und hier auch wieder ein 3x3 Fenster uns reinschlagen. Danach biegen wir hier wieder zur Seite ab, 2 Blöcke Platz lassen und das letzte 3x3 Fenster, was wir jetzt hier unten auf der Ebene uns einmal platzieren. Danach gehen wir einfach mal hier zur Seite weg, 10x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ab den 8. setzen wir hier einfach mal so ein 2er Fenster rein. Danach geht es einmal komplett schon auf der Vorderseite. Da lassen wir jetzt an den Seiten wieder 2 Blöcke jeweils mal frei und schlagen ein 2x3 Fenster hier einfach mal vorne rein. Dieses Maß wollen wir auch nochmal hier machen, dass wir so 2 Blöcke Platz lassen und schlagen das auch nochmal rein. Das wird am Ende aber kein Fenster werden, das wird unsere Haustür werden. Davon lassen wir dann nochmal, würde ich sagen, 4 Blöcke Platz und dann schlagt euch einfach so ein 2x2 Fenster rein. So um die 4 Blöcke Platz lassen, das reicht völlig aus. Ihr seht auch, auf der anderen Seite haben wir dann auch synchron nochmal 4 Blöcke. So, ich würde mal sagen, wir können auch gleich bei der Haustür vorne mit unseren Steinstufen hier so einen kleinen Tritt basteln. So, hier vorne ganz normale Stufen. Und weil ich meine Tür sowieso dann später auf dieser Seite setze, auf der rechten Seite, setze ich mir hier schon mal gleich einen Steinblock hin. Jetzt kommen wir natürlich dazu, uns das nächste Stockwerk vorzuzeichnen. Jetzt nehmen wir aber erstmal weißen Beton und ziehen uns erstmal einen Rand hier, sag ich mal, entlang, wo wir, sag ich mal, hier alles haben.
So, ich habe jetzt hier mal angehalten bei unserer Garage, denn jetzt nehmen wir mal unseren grauen Beton. Denn wir wollen, sage ich mir jetzt, unsere Villa nicht nur komplett in weiß bauen, sondern auch so mit einem Mix mit grauem Beton. Wir fangen auf der Vorderseite einmal an. Hier erweitere ich es einfach mal um eine weitere Betonreihe. Ziehen wir das hier vorne auch nochmal so lang und dann müssen wir aufpassen. Ups, jetzt habe ich schon zu weit, denn wir sollten hier stoppen, wo wir, sage ich mal, diesen Schlussstrich haben, ne? Von unserer Garage zum Haus. Da können wir unseren grauen Beton einmal hier dann so glatt einmal nach hinten ziehen. So, komplett einmal glatt bis nach hinten weg. Und hier lassen wir es auch wieder einmal überstehen. So, da wo wir überstehen das jetzt gelassen haben, können wir hier einmal diese Blöcke weghauen. Auf der Vorderseite genauso. Hier wo unser grauer Beton ist, können wir diese Blöcke weghauen. Hier erweitern wir das Haus also oben, dass wir hier einmal ein bisschen mehr Platz haben. Sobald wir das haben, kommen wir jetzt aber zu unserem weißen Beton, weil dieser Bereich ist nur draußen grau. Innen drin können wir es immer noch mit weiß ziehen. Wir fangen jetzt am besten auf der Rückseite von unserem Haus an. Wir lassen uns jetzt hier so etwa 5 Blöcke Platz und können uns hier einmal so eine Wand reinziehen. Hier würde ich sagen, können wir die Tür, können wir ruhig 2 Blöcke Platz lassen und dann können wir die Tür reinhauen. Von dieser Strebe hier können wir eigentlich auch einmal nach vorne uns das hier komplett ziehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen so komplett, sondern einfach nur so weit, dass wir uns denn hier perfekt mit dieser Strebe einfach mal treffen, sodass wir hier einen neuen Abschnitt bekommen. Da würde ich sagen, setzen wir hier gleich mal so an, ich glaube, das passt sehr gut hier auf dem Mauerwerk und Mauerwerk, dass wir uns hier gleich die nächste Strebe uns einmal langziehen können. Hier würde ich euch so empfehlen, dass ihr euch so 2 Räume natürlich hier reinbasteln könnt. Wir können hier einmal perfekt hier so, zack, mal die Mitte nehmen von unseren unteren Streben, das passt ganz gut. Dann würde ich sagen, machen wir hinten auch nochmal so einen Einlass, mache ich jetzt einfach mal auf der Seite hier. Und dann würde ich sagen, müssen wir natürlich noch diesen Bereich ein bisschen besser machen. Da würde ich mal überlegen, dass wir mal hier auf der Seite einfach mal 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz lassen. Schlagen wir hier den einen Block weg. Dann lassen wir, wenn wir mal auf der Innenseite fliegen, mal 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Dann schlage ich mir mal hier so eine 4er Strebe rein. Dann gehe ich mal einmal hier zur Seite und setze mir hier noch so ein 2er hin. Ja, so kann man es machen. Da würde ich mal hier mir so einen kleinen Durchmach machen. Weil das wird hier später unser Badezimmer werden von den Eltern. Die haben dann auch später noch eine Sauna alles drin. Eigentlich ganz schick. Ja, das können wir erstmal so machen. Dann würde ich sagen, können wir jetzt diesen Bereich, den wir hier haben, einmal komplett ausfüllen mit unseren erstmal, ja, beispielsweise einen Boden. Dann nehmen wir wieder einmal unseren hellgrauen Beton, so wie wir das unten hatten. Sobald wir dann auch hier unsere Bodenfläche einmal reingezogen haben, wollen wir natürlich die Wände auch hochziehen. Wir achten erstmal auf unseren hellgrauen oder auf unseren grauen Beton an sich, den wir hier haben. Den wollen wir auf insgesamt 6 Blöcke hochsetzen. Das heißt, da setzen wir noch einen 2er, 3er, 4er, 5er, 6er rauf. Ne, dass wir hier insgesamt 6 Blöcke haben. So können wir nicht nur einmal unseren grauen Beton hochziehen, sondern auch unseren weißen Beton. Dabei meine ich jetzt nicht unsere Garage, diese riesige Fläche, sondern nur diesen inneren Bereich. Beim Hochziehen gerade der Wände fällt mir auf, dass wir eigentlich nur den äußeren Bereich auf insgesamt 6 Blöcke machen müssten. Den inneren Bereich, wo wir natürlich dann und später alles gestalten werden, brauchen wir an sich nur auf 4 Blöcke hoch machen, weil mehr haben wir ja nicht. Ne? Wir machen uns ja keinen Dachboden rein, dafür ist ja auch nicht unbedingt Platz. Also machen wir nur die inneren Trennwände auf insgesamt 4 Blöcke hoch, das reicht völlig aus. Denn wir wollen ja natürlich da jetzt wieder mal unsere Decke reinziehen. Das heißt, wir nehmen wieder unsere Quarzstufen und können jetzt hier wieder genau an der 4. Blockebene komplett einmal unsere Deckenebene hier einmal reinziehen. Sobald wir unsere Decke dann hier einmal reingezogen haben mit unseren Quarzstufen, sieht das erstmal so aus. Da können wir auch gleich mal unser Dach einmal beziehen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal unseren hellgrauen betrockneten Beton. Den finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn wir den oben einfach mal hier so, um das Dach damit zu bedecken. Ich kann nur sagen, mir gefällt es mit trockenem Beton. Sieht doch das Dach gleich schicker aus. Ja, das wollen wir noch ein bisschen veredeln, indem wir jetzt einfach mal unsere glatten Steinstufen nehmen. Die können wir einmal am Rand von unserem Dach hier überall einmal platzieren. Aber nicht nur am Rand von unserem Dach finden diese Stufen Platz, sondern auch unter diesem Vorbau von unserem grauen Beton hier können wir einmal unsere glatten Steinstufen hier einmal verbauen. Das können wir aber auch nochmal auf der Rückseite machen, wo es ja auch nochmal hier ein bisschen übersteht. Da setzen wir einfach unsere Steinstufen hin. Die können wir aber auch noch verwenden, um, sag ich mal, jetzt hier bei unserer Terrasse, die wir später, sag ich mal, hier basteln, von unserer Garage, setzen wir auch nochmal am Rand überall diese Steinstufen hin. Ich würde sagen, bevor wir jetzt natürlich noch die weiteren Fenster auf der oberen Etage bauen, verwenden wir erstmal unsere Steinziegelmauern. Ihr seht ja schon hier, ich habe mir das so ein bisschen vorgezeichnet. Das soll natürlich, diese Hauswand dekorieren, damit die natürlich nicht so kahl ist. Zum einen jetzt auf der Rückseite hinter unserer Garage an der Seite setzen wir uns eine hin. Ich würde die nicht unbedingt in der Ecke bauen, weil sich dadurch die Mauer auf beide Blöcke hier, bezieht. Von daher würde ich einfach mal sagen, dass wir so einen Block Abstand und dann können wir diese Mauern einfach mal nach oben ziehen, sodass wir vielleicht noch so um die 2 Blöcke hier Platz haben. Darauf können wir dann einfach nochmal eine glatte Steinstufe uns einmal setzen. Und dieses
Ja, und diese Mauer wollte ich mir eigentlich nochmal auf der anderen Seite so ein bisschen beziehen, damit, sage ich mal, die Wand nicht so kahl ist. Das heißt, jetzt hier auf der Vorderseite lasse ich mir einen Block wieder frei, setze mir hier meine Mauern hin und darauf dann einfach mal hier so eine schöne glatte Steinstufe. Und dann könnte man sie eigentlich hier hinten von diesen 3x3 Fenstern nochmal gucken. So, einen Block freilassen und dann setzen wir uns hier auch nochmal so ein bisschen die Mauer nach vorne. Zack, und die Stufe oben drauf. Nachdem wir jetzt natürlich noch diese Deko ein bisschen an die Wände gebaut haben, kommen wir noch dazu, oben unsere nächsten Fenster reinzuhauen. Wir fangen nicht auch auf der Seite an, wo wir das jetzt hier gemacht haben. Und zwar, wir sehen jetzt hier unser kleines Zweierfenster. Darüber lassen wir einfach mal zwei Blöcke Platz. Da würde ich dann sagen, dass wir so drei Blöcke dann hier oben nochmal Platz und schlagen uns ein 1x3 Fenster hier auf beiden Seiten hin. Danach gehen wir gleich mal auf die Vorderseite und wollen nochmal synchron, wie wir dieses Fenster haben, hier oben nochmal bauen. Auch wieder so zwei Blöcke Platz lassen, weil dadurch kommen wir perfekt hier auf den Boden von unserer nächsten Etage. Und ihr seht schon gleich hier dieser Raum, der schön durch Licht durchflutet, schön offen. Und da kann man sich doch bestimmt irgendwas Schickes einrichten. Ja, dann geht es nochmal auf die Vorderseite. Hier wollen wir natürlich auch noch wieder ein paar weitere Fenster uns reinsetzen. Ich würde mal sagen, wir fangen ja auf der Seite an, lassen so um die vier Blöcke Platz. Dann schlagen wir einfach mal so ein 2x3 Fenster rein. Lassen drei Blöcke Platz und wieder ein 2x3 Fenster rein, sodass wir hier noch drei Blöcke haben. Wir haben extra jetzt hier auf der Seite vier Blöcke Platz gelassen, weil man innen drin sich später vielleicht hier eine schicke Sauna bauen könnte. Man könnte sich auch eine große Badewanne hier setzen, sodass man natürlich nicht dadurch gesehen wird, ne, wenn, sag ich mal, das Fenster halt ein bisschen weiter vorne ist, ne, dass man auch ein bisschen Privatsphäre hat. Dann biegen wir mal ab auf unsere große, schöne Terrasse. Da würde ich mal sagen, machen wir natürlich auch noch einen Durchgang, dass man ins Haus kommt. Ich würde mal einfach mal vier Blöcke hier vorne mir Platz lassen. Ein, zwei mal drei Fenster mir hier mal reinhauen. Dann lasse ich mir zwei Blöcke Platz und schlage mir wieder, hups, ein bisschen zu viel. Aber wir machen uns auch wieder ein 2x3 Fenster hier einfach mal rein. Wir gehen dann noch weiter auf unsere Rückseite. Hier wollen wir noch insgesamt drei Fenster uns reinsetzen. Die beziehen sich eigentlich auf die unteren, die wir hier haben. Die wollen wir synchron dann auch hier drüber nochmal setzen, so ein 3x3 Fenster. Da machen wir insgesamt drei Stück. Wir gucken so, zwei Blöcke Platz lassen. Dann können wir hier das Fenster einmal reinhauen. Und gleich daneben machen wir noch ein zweites hier einfach mal rein. Das sieht auch gut aus. Gucken wir uns nochmal oben die Etage an. Zum einen, ihr dürft nicht vergessen, was ich jetzt hier gemacht habe. Wir können hier überall noch unsere Quarztreppen einmal auf unsere Durchgänge einmal basteln, sodass wir im Nachhinein das nicht mehr machen müssen. So, zack, wunderbar. Dann wollen wir das noch machen, dass man natürlich auch noch in die untere Etage kommt, weil wir haben ja immer noch keine Treppe. Aber diese Treppe wollen wir uns nicht von oben zeichnen, weil wir dadurch natürlich nicht so ein gutes Sichtfeld haben. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal in unsere untere Etage. So, und dann brauchen wir natürlich erstmal wieder anderes Blockmaterial. Aber bevor wir dazu kommen, nehmen wir erstmal beispielsweise eine Steintreppe, um uns das nach oben zu zeichnen. Wir fangen einfach genau jetzt hier vorne einfach an der Fläche an, dass wir uns hier ganz normal unsere Treppen so nach oben ziehen. Wir können hier gleich gerne mal die Fläche hier so ein bisschen freihauen. Unsere Treppen so lange hochziehen, bis wir hier oben einmal perfekt ankommen. Ihr seht auch hier bei unseren Durchgängen, wir haben immer noch genug Platz, sodass es nicht zu eng ist, wenn man hier gleich hochkommt. Ich finde aber irgendwie, die Treppe auf eine einer Breite zu machen, wäre ein bisschen schmal. Von daher erweitere ich das einfach mal auf eine zweite Reihe. Dann können wir uns hier auf der einfach mal unsere Treppen nach oben ziehen. Und ich würde sagen, dabei belassen wir es nicht. Wir verstärken die Treppe. Da würde ich auf die innenliegende Seite natürlich hier einfach mal ein paar Treppen an sich um sie dran setzen. Und auf der äußeren Seite einfach mal so Treppen ransetzen, dass sie sich einfach anecken. Dadurch erhaltet ihr hier so ein schönes Muster oder halt so eine schöne Form der Treppe. Wo Leute, wenn sie reinkommen und fragen, ey, was sind das denn bitte für Blöcke, dass die so eine Form annehmen. Jetzt könnt ihr euch noch entscheiden, wie wollt ihr das machen. Ihr könnt euch das hier oben gerne glatt lassen oder ihr setzt nochmal unter den letzten Treppen auch nochmal dieses Maß. Müsst ihr gucken, wie euch das gefällt. Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Und ich meine halt, der ein oder andere wird bestimmt staunen und fragen, hey, was sind das für Blöcke? Warum sind die so schmal? Na gut, kommen wir jetzt dazu, unser Haus auch zu vervollständigen. Dazu holen wir uns noch ein paar abgezogene Schwarzeichenholzblöcke raus, natürlich die ohne Rinde. Dazu holen wir uns dann noch die passenden Treppen. Dann natürlich noch die passende Tür zu. Wie natürlich nochmal, ja, glatte Quarztreppen. Ich glaube, die habe ich jetzt nochmal gedacht, für unsere Tür zu verkleiden. Aber naja, die brauchen wir jetzt an sich nicht mehr. Na gut. Unsere Steinknöpfe holen wir uns noch raus. Denn davon nochmal die schwarzen, die nehmen wir ein bisschen als Deko noch. Als Glasfarbe für unser Haus empfehle ich dir einfach mal schwarze Glasscheiben, passen immer sehr gut zum weißen Beton. Musst du natürlich dir anpassen, wenn du dein Haus in einer anderen Farbe gebaut hast. Andernfalls holen wir uns auch noch ein paar weiße Glasscheiben raus und ein Nierit-Block. Wir fangen erstmal wie immer an mit dem leichten. Da würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach mal unsere Nierit-Blöcke. Die habe ich mir gedacht, einfach als Garagentor zu nehmen. Ich finde einfach das Muster von diesen Blöcken ganz schick. Und wer möchte, kann sich auch gerne noch unten einen Griff an unsere Garage basteln und fertig. Als nächstes kommen wir nochmal zum Schritt, unsere Tür uns einmal reinzubasteln, unsere Haustür. Da setzen wir einfach unsere Holzblöcke hier mit zur Seite hin, Treppe oben hin und die Tür einfach mal reinsetzen. Wer möchte, kann sich auch gleich noch gerne Klingel basteln.
Wir haben auch noch diese schwarzen Knöpfe, wofür möchte ich die denn gerne verbinden? Vielleicht kennt ihr ja, bei manchen Hausanlagen gibt es ja auch noch ein paar Lampen, so Außenlampen. Damit könnte man sich gut auch, sag ich mal, solche Knöpfe einfach ein bisschen darstellen, die ihr euch dann einfach hier so ein bisschen bastelt. Würde ich einfach mal überall so ein bisschen mir verteilen, hier bei den Fenstern, nicht unbedingt bei so kleinen, vielleicht hier bei den großen, immer mal so in die Ecke, so eine kleine Lampe, so eine Außenlampe, die sieht ganz schick aus, weil es dekomäßig kann man das immer gerne machen. So, auf der Rückseite mache ich mir auch einfach mal eine hin. Bevor wir jetzt unsere ganzen Fenster beziehen, würde ich euch einfach mal empfehlen, mit weißen Glasscheiben euch dann hier noch auf unserer Dachterrasse einfach noch hier vielleicht so ein kleines Geländer mit euren weißen Glasscheiben zu machen. Ihr könnt auch gerne schwarze nehmen, aber ich finde irgendwie weiße Glasscheiben passen ganz gut dazu und das hebt das Ganze doch ein bisschen hervor. Ansonsten können wir loslegen, unsere Glasscheiben nehmen und hier einfach mal unsere ganzen Fenster beziehen. Nach getaner Arbeit sollte unsere schöne Villa jetzt so aussehen mit den ganzen Fenstern bestückt. Natürlich ist auch die Haustür drin und so können wir jetzt anfangen, uns das natürlich auch noch innen drin zu gestalten. Dafür gehen wir natürlich hier einmal rüber zum anderen Bau, denn da gibt es noch ein paar Bonussachen, die man sich beim Häuschen noch machen könnte. Zum Beispiel so ein bisschen Deko aufs Dach, was ich immer sehr euch ans Herz lege, weil es immer ein bisschen schöner aussieht, als wenn ihr es natürlich einfach so kahl lasst. Ganz einfach gesagt, ihr könnt euch vielleicht auch, weil wir ja eine moderne Gesellschaft sind, ein paar Solaranlagen euch einfach mal basteln mit ein paar Tageslichtsensoren. Ganz einfach kann man sich die hier einfach mal drauf platzieren und sagen, okay, wir beziehen unseren Strom einfach durch die Sonne. Natürlich haben wir auch eine Klimaanlage alles drauf, Lüftungsanlagen für so eine große Villa brauchen wir es einfach. Und da habe ich mir einfach ein paar einfache Anlagen einfach mal drauf gebastelt, vielleicht auch noch so ein paar, ja, kleine Schornsteine kann man sich ja auch noch irgendwie aufs Dach basteln und das reicht schon völlig aus. Da muss man nicht so viel drauf basteln, so ein bisschen Deko, das reicht schon. Ansonsten, ihr seht ja, draußen hat sich hier auch ein bisschen schon was gewandelt. Wir leveln uns immer wieder ab, ne? Das war ja das erste Haus, was wir gebaut haben und da immer wieder mehr dachte ich mir, hey, das müssen wir toppen, wir müssen immer einen besseren Garten hinkriegen. Der nächste Nachbar, der hat immer noch einen besseren. Und ich bin dann mit diesem Resultat eigentlich ganz zufrieden, auch hier so ein bisschen mit dem Vorgarten, bevor wir natürlich hier an die Seite mit auch hier überall dieser bisschen Deko-mäßig, wie man hier nach hinten kommt. Und da habe ich mir auch so gedacht, hier bei dieser Deko, Wand, wo wir, sag ich mal, hier unsere Mauern haben, kann man sich unten vielleicht auch machen, vielleicht leiten die ja aus Regenwasser ab oder so, dass wir hier vielleicht so einen kleinen Gullideckel mit einer Eisendruckplatte, nicht Eisendruckplatte, mit einer Eisenfalltür uns hier so ein bisschen das ein bisschen darstellen, ne? Auch hier vielleicht so eine kleine Statue kann man sich ja basteln. Ansonsten, ihr seht ja ganz gut, wie sich das hier ja, hinten schon so entwickelt hat, mit einer schönen großen, ja, Terrasse, eine Sitzecke für Nachbarn, natürlich auch noch so einen schönen Gartenschirm, wo ich mir denke, ey, ich sehe immer oft, dass Leute sich Schirme basteln, die aufgeklappt sind, aber selten einer, der eingeklappt ist. Da dachte ich mir einfach, hey, da machen wir mal so einen schönen eingeklappten Schirm, finde ich auch ganz schick. Die Farben und so kann man sich natürlich aussuchen, was seine Lieblingsfarbe ist im Schirm. Ansonsten hat hier auch natürlich zu einer Villa passend einen schönen großen Pool, wo auch eine kleine Gummiente drin ist. Ja, ansonsten ein bisschen Deko überall. Naja, da kann man sich ja austoben. Ich wollte euch das Haus eigentlich auch schon möbliert zeigen, wie es aussieht, wenn wir es eingerichtet haben, aber unsere Möbelpacker sind noch nicht da und irgendwie fehlt mir noch meine Einrichtungscrew, die, sag ich mal, das ja alles schön bestückt. Aber die werden das in einer separaten Folge machen, die ist wie immer verlinkt. Könnt ihr schon mal raufklicken, wenn ihr wollt, irgendwo ist hier so eine Infobox, da ist das Video da, wenn es schon hochgeladen ist, ne? Also ansonsten ist es noch in Bearbeitung, also bitte da nicht wundern, wenn es noch nicht zu sehen sein sollte. Aber dann könnt ihr hier live mitverfolgen, wie wir, sag ich mal, dieses Haus einfach gestalten. Ihr seht innen drin, der Boden ist schon drin, das wurde schon alles hier gemacht. Schicker Boden, Küche ist auch schon, naja, ein bisschen vorgegeben, wo die Küche ist. Also hier wird die Familie auch eine offene Küche haben. Ihr könnt euch bei so einem Haus, wenn ihr euch das baut, auch immer noch ändern. Also ihr könnt euch die Räumlichkeiten ändern, ihr könnt auch so eine Küche komplett zumachen, könnt euch noch ein Fenster reinbauen, ne, wie ihr es haben wollt. Manche mögen ja nicht, wenn man eine offene Küche hat, weil ja dann der Geruch in die ganze Wohnung geht. Muss man mal gucken, aber eigentlich mit einem guten Ablauf, also Abluftfilter, sollte da eigentlich nichts passieren. Ja, ansonsten haben wir hier unten auch eigentlich einen schönen großen Flurbereich. Ihr seht ja hier einige Räumlichkeiten. Da wollte ich euch eigentlich auch fragen, ich habe hier so zwei, drei Räume, wo ich nicht genau weiß, was hier rein soll. Ich spiele mit den Gedanken mit einem Büro, was man vielleicht zu Hause hat. In der Villa ist das meistens nicht, also ist das eigentlich üblich, dass man irgendwie so ein Arbeitszimmer hat. Könnt ihr eigentlich mal sagen, ob ihr so ein Arbeitszimmer haben wollt oder so ein Gaming-Zimmer? So ein Gaming-Zimmer könnten wir eigentlich auch machen. Von daher bin ich da ein bisschen offen. Und hier halt dieser Raum hier, wo ich gar nicht weiß, was wir hier reinbauen können. Vielleicht hat einer eine schöne Idee bis zum nächsten Video, was man hier reinbasteln könnte. Ja, ansonsten bietet das Haus natürlich, ihr habt es ja schon am Anfang gehört, bis zu 3 Bädern, also eigentlich Luxus pur. Also hier hat jeder eigentlich hier sein Bad für sich, also hier muss keiner sein Bad teilen mit den anderen. Wir haben auch hier noch einen schönen Flurbereich, wo man, sag ich mal, viel Stau hat für Kisten und sowas. Andernseits kommt man ja natürlich hier dann auch in seine Garage, wo bis zu 2 Fahrzeuge an sich Platz haben, ne? Die man sich hier einfach mal reinplatzieren kann. Ansonsten kann man natürlich auch noch nach oben gehen hier. Hier kann man sich natürlich auch noch ein Geländer bauen und ihr seht schon, der Boden ist halt überall drin, so halt wie man sich dachte.
Dieses Haus bietet natürlich auch Platz für ein schönes Kinderzimmer, was eigentlich sehr groß ist und halt ja, genug Stauraum bietet, um viele Möbel sich hier reinzubasteln. Ne? Nach jedem Stil, den man möchte, ist hier genug Platz. Zum Beispiel haben wir dann hier auch das obere nächste Badezimmer, wo natürlich hier, sag ich mal, das Kind das hauptsächlich benutzen kann. Also die Eltern brauchen keine Angst haben, ihr müsst es nicht mit eurem Kind nutzen. Ja, dann haben wir auch natürlich oben einen schicken großen Flurbereich, wo man dann, sag ich mal, natürlich auch ins Elternschlafzimmer kommt, was natürlich auch ziemlich groß ist. Ne? Das bietet viel Stauraum für Ideen, wo man natürlich auch noch vom Elternzimmer, die dann eine private Dachterrasse haben. Also wenn ihr einfach abschalten wollt, eure Kinder draußen im Hintergarten spielen lassen wollt im Pool, könnt ihr euch auf der Dachterrasse einfach ausruhen und ihr habt einen guten Blick auf eure Kinder, ne, dass die keinen Unsinn anstellen im Pool. Da könnt ihr alles noch gut überwachen. Ja, ansonsten könnt ihr euch natürlich auch noch dekomäßig überall aufmachen, eure Türen. Ne? Dann nehmt ihr dann einfach vielleicht ein Eisengitter hin als Griff, dann macht ihr eure Türen auf. Das könnt ihr auch beispielsweise hier bei unserem kleinen Badezimmer machen. Und hier waren die Handwerker schon ein bisschen fleißig. Ihr seht, die hatten das schon so ein bisschen gestaltet. Ne? Hier haben wir eine schicke Dusche drin, so mit einer schönen Trennwand. Auch mal was Modernes, was wir noch nicht hatten. Ne? Wo man, sag ich mal, sich hier in offenen Bereich duschen kann. Und dann haben wir hier auch in separat noch eine schöne Toilette einfach mal dran. Auch wieder mit Absperrzone, falls deine Frau duscht, kannst du auf Toilette gehen und ihr müsst euch nicht so unbedingt sehen. Ne? Also das ist alles gut mit Trennwand. Ja, dann haben wir ja auch hier noch eine private Sauna. Also auch wirklich, wirklich Luxus, was hier wirklich mal in dieser Villa ist. Private Sauna mit Funktion. Wir werden das auch später nochmal bei der Haustür sehen, weil wir werden das hier auch noch ein bisschen umgestalten. Also ihr werdet dann wirklich gucken, wie wir das hier richtig umgestalten. Das wird ein tolles Video werden. Ich will mich mal ausprobieren, ne, wie wir das machen. Da dürft ihr mal entspannt sein. Aber ansonsten eine Sauna, die funktioniert. Finde ich ganz schick. Ansonsten hatten wir natürlich hier auch im Badezimmer natürlich eine Badewanne drin. Wir müssen mal gucken, ob wir die vielleicht auch noch ändern. Mal schauen. Ansonsten auch natürlich zwei Waschbecken. Ne, für die Eltern ganz angenehm. Und dann kommen wir natürlich noch zum letzten Raum, wo ich mir nicht sicher bin, was da rein soll. Wie gesagt, Arbeitszimmer oder Gamingzimmer. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, was ihr besser finden würdet. Mir wäre beides recht. Vielleicht können wir nur noch vielleicht unten im anderen Zimmer ein Arbeitszimmer machen oder so. Und hier ist ein Gamerzimmer. Wer weiß. In der nächsten Folge wird natürlich noch unser Bautrupp kommen, die Villa natürlich noch schick eingestalten. Wenn du natürlich noch Ideen oder Vorschläge hast, was für Themen wir da noch innen drin gestalten sollen, in ein paar Räumlichkeiten, kannst du es gerne reinschreiben. Aber ansonsten sind wir erstmal für heute fertig. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und dann wünsche ich dir viel Spaß natürlich beim Bau deiner Traumvilla. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!